Man hört immer wieder, dass die Ursachen für chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa weitestgehend unbekannt sind bzw. genetisch bedingt. Du hast es also bekommen, du kannst nichts dagegen tun und wirst dein Leben lang Opfer dieser Schübe sein. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe beim Besiegen von Morbus Crohn und dass ich der festen Überzeugung bin, dass man mit der richtigen Umstellung des Lebensstils, also der individuellen Umstellung sozusagen, vieles, wenn nicht sogar alles bewegen kann. Langsam öffnet sich jedoch auch die Wissenschaft und zeigt uns immer deutlicher, dass hinter Morbus Crohn und Colitis ulcerosa so viel mehr steckt als einfach nur eine schlechte Hand im Kartenspiel des Lebens. Eine Umbrella Review aus dem Jahr 2019 zeigt uns, dass diese Erkrankung vor allem in Industrienationen auftritt und gibt uns 9 Risikofaktoren, die eine Erkrankung mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa begünstigen und weitere Punkte, die das Risiko senken können. Wie wir uns dieses Wissen jetzt zunutze machen können, darum geht es im heutigen Video. Mein Name ist Danny Kircheis, ich bin Autor des E-Books Schubfrei und heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte das Video trotz wissenschaftlichem Hintergrund gerne unterhaltsam, einfach verständlich, lehrreich und kurzweilig halten. Bitte sieh es mir also nach, wenn ich nicht unglaublich ins Detail gehe. Die Studie habe ich dir unten verlinkt und wenn du möchtest, kannst du dir mit dem Google Translator dieses Dokument auch übersetzen. Ich gehe im heutigen Video erstmal auf die 9 Punkte ein, die das Risiko für Crohn und Colitis erhöhen können und auf die Punkte, die das Risiko senken können und fasse am Ende dann mit meiner eigenen Meinung über diese Studie alles zusammen und gebe dir sozusagen auch noch ein paar Schritte mit auf den Weg, wie wir diese Informationen jetzt für uns benutzen können. Eine Umbrella-Studie ist eine Zusammenfassung von Zusammenfassungen von Studien. Sprich, hier werden einfach mal immens viele Daten von immens vielen Patienten zusammengebracht und in eine Studie gestellt. Das hat den Vorteil, dass wir auf der einen Seite zwar jetzt eine sehr klare und ein sehr breit gefächertes Ergebnis bekommen, auf der anderen Seite wird das Ergebnis jedoch auch, sag ich mal, so ein bisschen verdünnt. Die Studie spricht direkt am Anfang davon, dass das Auftreten von CEDs, von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, multifaktoriell und genetisch bedingt ist. Das bedeutet, es gibt nicht nur einen einzigen Grund, sondern meistens eine Kombination aus verschiedenen Gründen. So kann zum Beispiel Rauchen okay gehen, wenn andere Aspekte des Lebens halt passen. Wenn aber jetzt der Raucher in einer Großstadt wohnt, Antibiotika nimmt, nicht gestillt wurde und eine Kaiserschnittgeburt hatte, dann erhöht sich das Risiko immens, wenn er raucht. Die neuen Risikofaktoren, die klar erkannt wurden und Morbus Crohn, Colitis ulcerosa begünstigen können, sind: zum allerersten Rauchen. Das ist für Morbus Crohn ein Risikofaktor, jedoch für Colitis ulcerosa ein risikosenkender Faktor. Städtisches Leben für alle CEDs, Blinddarmentfernung für Morbus Crohn, Mandelentfernung für Morbus Crohn, Antibiotika für alle CEDs, die Babypille für alle CEDs, Limonaden für Colitis ulcerosa, Vitamin D-Mangel für alle CEDs und eine Infektion mit Nicht-Heliobacter pylori enterohepatischen Heliobacter-Spezies. Bitte dreimal hintereinander aufsagen. Die Schutzfaktoren, also die risikosenkenden Faktoren, sind zum ersten körperliche Aktivität bei Morbus Crohn, welche den gleichen Effekt nicht auf Colitis ulcerosa hat. Stillen ist für alle CEDs ein risikosenkender Faktor. Das Bett sozusagen zu teilen, also darunter verstehe ich, dass man in einer liebevollen Partnerschaft lebt. Tee ist gut für Colitis ulcerosa und senkt das Risiko. Hohe Folsäure-Level sind gut für alle CEDs. Hohe Vitamin-D-Level sind alle gut für alle CEDs. Und Heliobacter pylori, von dem ich eigentlich immer dachte, dass es ein pathogener Keim ist, ist ein Faktor, der Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Risiko senken kann. Sehr interessant. Die Studie ist wie gesagt unten verlinkt, falls du noch weitere Informationen möchtest. Ich möchte jedoch erstmal das Ganze ein bisschen zusammenfassen und dir mitteilen, was ich so über diese Studie denke. Zuallererst mal möchte ich über die Anfangsaussage sprechen, dass CEDs multifaktoriell bedingt sind und genetisch bedingt sind. Es fühlt sich für mich immer so an, als wird das Wort genetisch immer dann verwendet, wenn man wirklich keine andere Antwort mehr hat, als woher das kommen kann. So, okay, du hast es halt jetzt, ist genetisch bedingt, hast halt Pech gehabt. Aber so will ich das einfach nicht stehen lassen, weil wenn es bedeutet, dass ich das erben kann, dass ich genetische Prädisposition haben kann für diese Erkrankung, dann welchen Einfluss habe ich darauf, dass das mein Kind denn nicht bekommt? Weil ich muss doch irgendwie einen Einfluss darauf haben können, was ich vererbe. Was, wenn unsere Großeltern und unsere Eltern einfach so weit von einem gesunden Lebensstil schon abgewichen waren, dass die über die Generation uns diese Gene mitgegeben haben, die so eine chronische entzündliche Darmerkrankung halt begünstigen. Also
der Schwellenwert ist sozusagen bei den Eltern vielleicht noch nicht erreicht, aber das ist so vererbt worden, dass du jetzt diesen Schwellenwert übersteigen kannst. Sozusagen, dass die Resistenz unseres Darmes über mehrere Generationen immer weiter abnimmt, weil wir nicht die genetischen Trigger sozusagen drücken, um einen gesunden Darm zu bilden. Und bedeutet genetische Prädisposition eigentlich, dass ich der ganzen Sache ausgeliefert sein muss? Bedeutet das, dass ich wirklich keinen Einfluss nehmen kann auf diese Erkrankung? Genau über diese Punkte spricht unter anderem das Buch Zellnahrung, welches ich schon öfter auf meinem Kanal hier erwähnt habe. Dort wird beschrieben, dass unser heutiger Lebensstil, also unsere Ernährung insbesondere, eine große negative Auswirkung auf unseren Genpool hat und dann sozusagen auch auf das Risiko, Erkrankungen zu bekommen. Wir hungern über Generationen aus und das Buch hat eine sehr interessante Sichtweise auf Erkrankungen. Wir denken ja über Erkrankungen, dass die immer was Böses sind, aber das Buch zeigt, wie Nährstoffdefizite dazu führen können, dass wir Krankheiten entwickeln und diese Krankheiten ein Weg sind, der uns helfen kann, weiter zu überleben. Somit könnte man jetzt annehmen, dass zum Beispiel Allergien dazu da sind, dass wir uns mehr damit beschäftigen, was wir essen und dass wir einfach sicherere Lebensmittel wählen, anstatt diese, die uns vielleicht schädigen können. Aber wenn man sich mal umschaut, dann kommt es mir gefühlt so vor, als wenn immer mehr Kinder eine Brille brauchen, mit meistens sehr dicken Brillengläsern schon. Oder sie haben schiefe Zähne und brauchen Zahnspangen oder haben ADHS und Autismuszahlen, gehen ja auch nach oben. Genauso wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Immer mehr Autoimmunerkrankungen. Und ich frage mich halt immer, ist das wirklich the way? Ist das so vorgesehen, dass der Mensch so krank wird? Weil ich sehe das bei Tieren nicht. Und da kriegt man oft das Argument, ja, bei Tieren sieht man das nicht, weil die Tiere, die, sag ich mal, fehlerhaft sind, die eine Krankheit haben, die sterben halt einfach. Aber sieht man wirklich bei einer großen Gruppe von Affen einfach mal, keine Ahnung, 30% oder noch mehr mit einer Sehschwäche? Solche Sachen wie eine Sehschwäche, wie schiefe Zähne, Weisheitszähne, die krumm wachsen, das wären damals Todesurteile gewesen, als wir noch im Wald gelebt haben, sag ich mal. Das sind so diese Fragen, die mir durch den Kopf schießen und eine Antwort darauf zu finden, ist so der Kernpunkt meiner Arbeit, meiner Recherchen und ja, meiner Videos hier auf YouTube natürlich auch. Und ich glaube einfach, dass diese Krankheiten einfach daher rühren, dass wir unserem Körper nicht mehr das geben, was er auf lange Zeit bekommen hat, an was er sich gewöhnt hat, dass einfach die Veränderung so schnell gekommen ist. Und jetzt wieder rauszufinden, was der Körper eigentlich möchte, das, denke ich, ist der Weg, Morbus Crohn auf lange Sicht über Generationen sozusagen besiegen zu können. Zurück zur Studie. Die Studie ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit, aber ich habe auch einige Kritikpunkte, weil man die Studie auch komplett falsch auslegen kann. Was zeigt uns die Studie? Wie ich gerade schon gesagt habe, die Studie zeigt uns eigentlich genau das auf, was sich in den letzten 150, 200 Jahren oder noch früher sich geändert hat einfach, was einfach so eine schnelle Veränderung war in unserem Lebensstil, was es halt vorher nicht gegeben hat. Es gab Millionen von Jahren nicht einfach so eine Tablette, die man nehmen konnte, die die Hälfte vom Darmmikrobiom ausgelöscht hat und dann einfach mal 35% des Immunsystems geschädigt hat. Das ist eine ziemlich neue Geschichte, deswegen hat unser Körper auch gar keine Schutzmechanismen gegen sowas entwickeln können bis jetzt. Das ist eine große Neuheit und auch verständlich, warum es unseren Körper so große Probleme macht. Genauso gab es keine Babypille, die die hormonelle Welt von Frauen komplett aus der Balance gebracht hat. So wie es nicht einfach mal passiert ist, dass man seine Mandeln verloren hatte oder seinen Blinddarm rausoperiert werden musste. Beides, sag ich mal, Körperteile, Organe, wenn man so sagen möchte, die wichtig fürs Immunsystem sind. Genauso war es auch nicht möglich, dass man zu niedrige Vitamin-D-Spiegel hatte, weil der Mensch 99% seiner Existenz den Großteil des Tages draußen verbracht hat. Also es gab einfach keine Möglichkeit, nicht Sonne abzubekommen. Natürlich gibt es Kulturen, die vielleicht in Regionen gelebt haben, wo es nicht viel Sonne gegeben hat, aber wenn die Sonne draußen war, dann waren die halt auch draußen und nicht wie heute im Büro oder sonst wo. Auch nahrungstechnisch begegnet unser Körper halt so vielen neuen Herausforderungen. Nahrungsmittel haben heute viel weniger Nährstoffe als vor 100 Jahren zum Beispiel. Aber obendrauf viel mehr Antinährstoffe, weil wir zum Beispiel Weizen gezüchtet haben, der resistenter ist. Und wir bereiten unsere Lebensmittel nicht mehr richtig zu, um Antinährstoffe zu deaktivieren. Des Weiteren kommen Lebensmittelzusätze rein, die noch nicht mal 50 Jahre alt sind. Und wir haben pflanzliche Öle, die mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben, die zur Lipidperoxidation im Körper führen, also zu oxidativen Reaktionen, die freie Radikale erzeugen und insgesamt so viel Entzündung im Körper schaffen. Also ist kein Wunder, dass der Körper komplett, ja, verrückt spielt und dass man dann gerade Verdauungsbeschwerden entwickeln kann.
Dann essen wir unsere Nahrung vielleicht unter Stress. Wir haben insgesamt ein viel höheres Stresslevel als frühere Menschenvölker. Dann leben wir in Häusern, die wir steril putzen mit Chemikalien. Wir haben vielleicht regelmäßig Medikamentenkonsum. Alles Dinge, die unser Körper gar nicht kennt, so evolutionstechnisch gesehen. Und haben insgesamt einfach unsere warme Stammeskultur im Wald gegen eine kalte, gegen den kalten Individualismus in der Stadt eingetauscht. Aber das ist per se nicht schlecht. Ich will nicht die moderne Gesellschaft jetzt verteufeln, weil es gibt so viele Sachen, die uns das Leben vereinfachen, die das Leben erstmal erschaffen können für viele Menschen, Tiere und so weiter. Und wer wäre ich, das in Frage zu stellen? Ich will nicht, dass wir zurück in den Wald gehen oder dass wir uns zurückentwickeln. Ganz im Gegenteil, ich bin einfach nur der Meinung, wir müssen den Wald wieder zurück in die Stadt bringen. Wir müssen das, was wir über Jahrtausende, über Zehntausende, Hunderttausende von Jahren gelernt haben, über unseren Körper und wie wir uns ernähren und leben sollen. Wir müssen das wieder in unsere Moderne integrieren und das auch für die Zukunft sozusagen integrieren. Wir sind immer noch Teil der Natur. Es fühlt sich vielleicht nicht mehr so an, aber trotzdem müssen wir noch genau nach den Regeln spielen, die es schon seit Millionen von Jahren auf diesem Planeten gibt. Noch ein paar andere Kritikpunkte, die ich habe bei so einer Studie, sind immer, dass, wie anfangs betont, die Ergebnisse wirklich schwer zu interpretieren sind. Wenn gesagt wird, ja, Limonaden sind schlecht für Colitis ulcerosa, dann muss man sich doch die Frage stellen, welche Limonade? Ist das die Limonade von den US-Amerikanern, die dieses High Fructose Corn Syrup, also dieses Mais-Sirup, was sehr viel Fructose hat, enthält und andere Zusätze? Oder ist es eine deutsche Fanta vielleicht, die Zucker enthält, anstatt dieses Mais-Sirups? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel mir eine Orange nehme und die entsafte und karbonisiere, also Kohlensäure reingebe, dann ist das auch eine Limonade, aber du verstehst schon, ne? Das sind einfach unterschiedliche Produkte, die den gleichen Namen tragen. Also was ist jetzt Limonade und was ist in der Limonade drin, was schädlich ist? In der Studie wird auch rotes Fleisch als potenzieller Risikofaktor genannt, auch wenn das nicht wirklich klar war. Aber das steht so oft in der Kritik, rotes Fleisch. Was ist denn rotes Fleisch? Also rotes Fleisch kann ja ziemlich alles sein. Rotes Fleisch kann sein, dass ich eine Salami kaufe im Supermarkt mit 50 Zusatzstoffen, wo Nitrite und Nitrate drin sind und sonst weiß der Teufel was, von einem Tier, was mit Hormonen vollgespritzt wurde und ein super widriges Dasein im dunklen Stall geführt hat. Oder rotes Fleisch kann sein von einer Kuh, die auf einer Weide gestanden hat und aussuchen konnte, was sie fressen wollte, Sonnenlicht bekommen hatte und eigentlich artgerecht gelebt hat. Das sind zwei völlig qualitätstechnisch und nährstofftechnisch komplett unterschiedliche Lebensmittel. Genauso wie Rohmilchkäse aus Österreich ein komplett anderes Produkt ist, wie der Cheddar-Käse auf einem Hamburger oder sozusagen auf einem Cheeseburger. Genauso wird Milch oftmals als giftig bezeichnet, aber die Frage ist immer, welche Milch? Es gibt so viele verschiedene Formen von Milch und wie ich Tiere behandeln kann und was da am Ende für ein Produkt rauskommt. Diese Tiere in der Masthaltung, von denen ich gerade gesprochen habe, die gibt es auch erst seit 50 Jahren. Das ist genauso eine riesengroße Veränderung der Nahrungsmittel für den Menschen. Wie ich schon einmal erwähnt habe, wurde festgestellt, dass die Leber von Kühen in so einer furchtbaren Stallhaltung und in so einer Masthaltung fast kein Vitamin A enthält und die Leber aber von einer Kuh, die draußen lebt, halt unheimlich viel Vitamin A enthält. Es gibt also so viele verschiedene Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Also auch Antibiotika, welches Antibiotika? Gibt es auch tausend verschiedene. Und Bewegung, wenn Bewegung gut für Morbus Crohn ist, wie viel Bewegung, welche Art von Bewegung? Und das ist mir da in der Studie einfach zu breit gefächert, sehr verdünnt, dass man einfach Bewegung sagt. Das kann alles Mögliche bedeuten. Und wie sieht es übrigens mit psychologischen Faktoren aus? Also wurde auch nicht groß beleuchtet hier. Also es gibt so viel, so viel, was da reingehen kann, dass es meiner Meinung nach unmöglich ist, eine Studie zu entwickeln, die das alles beurteilt. Und ich bin der festen Überzeugung, es braucht einen individuellen Plan für jedermann. Und den kann nur eine Person erstellen, und zwar du selbst. Das Einzige, was ich machen kann, ist dir helfen, diesen Prozess in Gang zu bringen und dir zu helfen, vielleicht diesen Plan zu erstellen. Aber ich kann nicht wissen, was für dich jetzt funktionieren kann. Das kann niemand wirklich wissen. Ein großer Kritikpunkt der heutigen Medizin ist ja, dass diese Medikamente, die müssen ja für die ganze Bevölkerung funktionieren. Also hat man dann so ein Medikament, was vielleicht
im Endeffekt 60% für jeden Menschen funktioniert, weil es für jeden Menschen funktionieren muss. Ich glaube also nicht, dass es jemals einen einheitlichen Weg geben wird, der für jeden Menschen gleich aussieht, um diese Krankheiten zu besiegen. Ich denke, dass die Ernährung, die Physiologie und die Psychologie dann eine ganz große Rolle spielen und dass so die drei Ankerpunkte sind, über die man einen eigenen Weg, einen individuellen Weg finden kann. Über genau diese Punkte spreche ich hier auf meinem Kanal, aber auch in meinem E-Book, welches du unten über den Link herunterladen kannst. Es ist an dir. Du musst die Kontrolle übernehmen, um den Code zu knacken, um ein glücklicheres, gesünderes und erfüllenderes Leben zu leben. Ich habe für mich selbst gelernt, dass es wichtiger ist, sich anstatt auf die Krankheit zu konzentrieren und das Besiegen der Krankheit zu konzentrieren, sich eher auf ein gesünderes, glücklicheres und erfüllenderes Leben zu konzentrieren. Wenn man dieses bessere Leben sozusagen für einen selbst definiert und dem näher kommt, dann verbessern sich die Krankheiten auch gleich mit. Darüber spreche ich dann noch in zukünftigen Videos. Wenn du das nicht verpassen möchtest, bitte auf Abonnieren klicken. Außerdem kannst du mir einen Daumen nach oben geben, wenn das Video für dich hilfreich war. Damit hilfst du mir mit dem Algorithmus und es bedeutet mir sehr viel. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sehe dich in den nächsten Videos wieder und bis dahin.